So, ich war gestern, ja, gestern war es auf einem Vortrag vom Eckhart Tolle in Karlsruhe. Der war seit Ewigkeiten mal wieder in Deutschland und hält einen Vortrag in Karlsruhe und einen in Hamburg. Und da dachte ich, da nutze ich die Gelegenheit mal, ihn live zu erleben, weil seine Werke oder das, was er geschrieben hat, sowas Grundlegendes ist, was mir quasi seit 3, 4 Jahren dabei hilft, eben auf diesen spirituellen Weg zu bleiben. Und auch er war auch eigentlich derjenige, der mich darauf gebracht hat. Ich bin zufällig auf sein Buch gestoßen, als ich in einer Phase war, wo es mir überhaupt nicht gut ging, also wo quasi der Leidensdruck irgendwie so stark war, dass ich irgendwie nach was gegriffen habe. Und Gott sei Dank war es Eckhart Tolle, jetzt die Kraft der Gegenwart, das Buch, das mir dann in die Hände gefallen ist sozusagen. Und ich habe es seitdem bestimmt 4, 5 Mal gelesen. Und auch Eine neue Erde habe ich oft gelesen. Es geht nämlich nicht so nur um den Inhalt, sondern es geht natürlich um so das, was mitschwingt. So die Wahrheit, die zwischen den Worten mitschwingt sozusagen. Und diese Wahrheit ist einfach auf alles anzuwenden. Und deswegen wird das Buch auch nicht langweilig. Weil, wie gesagt, es geht nicht um die Fakten, den Inhalt. Die Worte sind hier auch nur Wegweiser. Und im Prinzip deuten alle Sachen, auch gute Geschäfts-Business-Bücher, deuten alle auf diese Wahrheit hin. Das ist eine einzige Wahrheit, die nur verschieden formuliert wird, sodass verschiedene Menschen einen Zugang dazu finden. Leute, die sehr businessorientiert sind, die können sich zum Beispiel die 7 Wege zur Effektivität von Stephen R. Covey, ist es, glaube ich, durchlesen und finden dann im Prinzip dieselben Lehren wie die von Eckhart Tolle. Und viele andere, auch nur, wie sagt man, Selbsthilfebücher oder sowas, die, wenn sie gut sind, deuten sie alle auf diese Wahrheit hin. Und Eckhart Tolle bringt es so grundlegend rüber einfach. Und deswegen war ich so fasziniert, deswegen habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal zu dem Vortrag. Und natürlich, das meiste vom Inhalt her, von den Worten her, kannte ich natürlich schon, weil ich mir viele seiner Werke angehört habe und angesehen habe und durchgelesen habe. Aber es gab so ein paar Analogien, die ich sehr interessant fand, die ich vorher von ihm noch nie gehört hatte. Und da habe ich mir, um die mir zu merken und nicht aus dem jetzigen Moment, um mir dann Gedanken darüber zu machen und mein Handy rauszuholen während dem Vortrag, habe ich mir so ein kleines Schaubild überlegt. Und das Bild beinhaltet eben eine Supermarktkasse. Hinter der Supermarktkasse ist eine Glasfront. Dahinter sieht man den Ozean. Hinter dem Ozean sieht man einen Planeten in Form eines Gehirns, ne, so einen zerklüfteten Planeten, der so im Horizont hinterm Ozean hervorscheint. Und neben der Kassiererin steht so ein Grabstein und auf dem Grabstein liegt ein Buch. Und zu jedem Objekt habe ich mir quasi, ich muss mal hier die Hand wechseln, habe ich mir quasi, ja, ist ein Punkt, den er erzählt hat. Und ich will mal versuchen, das ein bisschen zusammenzufassen. Das ist jetzt nicht, das deutet jetzt nicht auf eine Sache hin, sondern das ist einfach eine kleine Zusammenfassung, was ich ganz cool fand von ihm. Das erste war die Supermarktkasse. Er hat gemeint, wir regen uns häufig auf, dass wir warten müssen irgendwo. Das heißt, wir stehen an der Supermarktkasse und denken, mein Gott, wieso kann das jetzt nicht schneller gehen? Ich will schon daheim sein. Warum ist denn die scheiß Kassiererin so lang? Warum muss vor mir jetzt einer stehen, der seine Münzen zählen muss? Oder hier, die Karte funktioniert nicht, die Geheimzahl, irgendwas. Also wir nehmen eine neutrale Situation. Und er hat gesagt, 95% der Situationen sind völlig neutral. Und machen sie durch unseren Denkprozess zu einer negativen Situation. Wir leisten also der Situation Widerstand. Und er hat dann etwas gesagt, wo dann der ganze Saal lachen musste oder schmunzeln musste. Er hat gemeint, man steht, liegt oder sitzt immer irgendwo. Also was für einen Unterschied macht es, ob du an der Kasse stehst oder daheim vor dem Fernseher stehst oder sitzt, das macht keinen Unterschied. Es ist alles dasselbe. Es ist im Prinzip dieselbe Situation. Wir machen aus unserem, mit unserem Verstand aber etwas Negatives daraus, weil wir woanders sein wollen. Warum? Also völlig. Und diese simple Wahrheit, da haben dann alle plötzlich diesen Irrsinn erkannt und mussten laut loslachen. Das sind so die richtig schönen Momente, die auch sehr oft bei Eckhart Tolle vorkommen, obwohl er kein Komiker ist. Er bringt einfach diese Erkenntnis hervor, wo dann alle plötzlich lachen müssen, weil sie erkennen, wie bescheuert es eigentlich ist.
Dann komme ich zu dem Ozean. Ich hatte schon mal die Analogie des Ozeans verwendet, dass wir nur die kleinen Wellen sind und tief unten ruhen wir eigentlich. Aber er hat es noch mal ein bisschen ausgedehnt. Er hat gesagt, wir sind in unserem Verstandesdenken eine Welle, eine kleine, und erkennen nicht, dass wir zum Ozean gehören und fühlen uns getrennt vom Ozean und wollen größer werden. Wir wollen eine größere Welle werden. Und am liebsten wollen wir größer als die andere Welle werden, die neben uns ist. Und am liebsten wollen wir die andere Welle übertrumpfen, dass die gar nicht mehr da ist. Also wir sind so Wellen, die so gegeneinander kämpfen und vergessen dabei, dass wir ein Teil des ganzen Ozeans sind. Das heißt, jede einzelne Welle ist ein Teil des Ozeans. Es ist nur das Spiel an der Oberfläche. Und da wir nicht wissen, dass wir ein Teil des Ozeans sind, denken wir, wir sind getrennt und müssten ums Überleben kämpfen. Wir erkennen aber nicht, dass wir eins sind. Die Menschheit ist eins. Wir alle sind ein großes Ganzes. Wir denken aber, wir müssen uns gegen andere verteidigen, unser Leben ist bedroht, unser Ego, das Sterben des Egos droht, wir verlieren unsere Identität, unsere falsche Identität, wo wir jahrelang dachten, dass es die richtige Identität ist. Also wir müssen diese Illusion erkennen und aufgeben, wir müssen sie sterben lassen, damit wir wieder erkennen, dass wir zum Ozean dazu gehören und Spaß an den Wellen haben. Wir sind eine Welle, die Spaß daran hat, eine Form anzunehmen und die Form wieder loszulassen. Ganz, ganz wichtig. Das war das Zweite, was ich mir gemerkt habe. Und das Dritte war das Gehirn. Er hat ein bisschen über Wissenschaft geredet. Und zwar das Bewusstsein. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, es könnte sein, dass das Bewusstsein etwas was ist, was wirklich ist. Und dann gibt es viele Wissenschaftler, weil Bewusstsein ist nichts Greifbares, die verneinen es von Anfang an, weil sie nichts zum Greifen haben. Wissenschaft braucht immer Fakten, irgendwas zum Greifen, irgendeine Theorie und muss das irgendwas untersuchen können. Und da das schlecht möglich ist beim Bewusstsein, haben viele Wissenschaftler gesagt, das Bewusstsein ist eine Illusion. Es ist eine Illusion aus der chemischen Brühe unseres Gehirns, die da rumschwappt. Wir erschaffen uns das Bewusstsein. Wir denken, wir wären bewusst. Denn wenn uns ein Stein auf den Kopf fällt und wir ohnmächtig werden, dann haben wir plötzlich das Bewusstsein verloren. Also das Bewusstsein ist vom Verstand geschaffen. Und Eckhart Tolle hat dann gesagt, heißt es, wenn du Radio hörst und das Radio kaputt geht oder du das Radio ausschaltest, dass die Sendewellen, dass das Radio nicht mehr sendet? Oder heißt es nur, dass der Empfänger, diese Wellen, also dadurch, wodurch diese Wellen Form annehmen, dass der einfach gestört ist oder überlagert ist durch Störfrequenzen. Also er hat das sehr gut eine Gegendarstellung gebracht. Das Bewusstsein ist immer da, ist universell. Es ist die künstliche, es ist die universelle Intelligenz, die alles Leben erschaffen hat. Wir sind das Bewusstsein, das hinter unserem Verstand alles bewusst wahrnimmt. Wir sind quasi der formale Ausdruck von nicht künstlichen, von einer universellen Intelligenz. Sie drückt sich durch uns aus, sie wird sich seiner selbst bewusst. Das heißt, das Bewusstsein ist immer da, es ist unsterblich. Wir sind nur diejenigen, die das Bewusstsein erkennen können und erkennen können, mit was für einer tiefen Quelle wir verbunden sind. Das sind wir. Und wir denken uns das Bewusstsein nicht. Es ist keine Illusion unseres Verstandes, sondern unser Verstand ist die Illusion. Unser Verstandesdenken, unsere Dinge, dass alles von uns erschaffen ist und dass einfach die chemischen Verbindungen in unserem Gehirn verrückt spielen, das ist die Illusion. Die tiefe Wahrheit dahinter, das ist das Wahre. Und wenn man das erkennt, dann wird das vordergründige Denken, die Welt der Form, die Welt der Wellen, zu einem Spielball, zu einem, wo wir Freude haben. Denn irgendwann sind wir da, liegen wir auf dem Sterbebett und dann ist alles verloren, alles weg. Die Leute denken immer, oh, ich bin gescheitert, oh, da hat was nicht geklappt. Wenn man so denkt auf der oberflächlichen Ebene, was ist dann das Leben? Am Ende stirbt man, also ist man quasi gescheitert. Man scheitert also immer. Also warum sich auf dieser oberflächlichen Ebene das Leben schwer machen, wo sie doch völlig illusionär ist und am Ende du sowieso versagst auf der Welt der Form. So oder so. Das war der Punkt und dann hat er
Genau, das war der Grabstein, den ich jetzt genannt habe. Und dann hat er das, habe ich das Buch auf den Grabstein gelegt. Und das Buch, er hat dann gesagt, es geht doch immer etwas schief. Wenn nichts schief geht, wenn du keine Herausforderungen im Leben hast, wirst du nicht wachsen. Du wächst nur an deinen Herausforderungen. Und er hat dann gesagt, ah, wieder eine Herausforderung. Toll, wieder eine Chance zum Wachsen. Und nicht, oh nee, wieder eine Herausforderung. Warum muss das Leben mir immer Steine in den Weg legen? Warum ist es so schwer? Und er hat es gegenübergestellt. Und plötzlich hat man erkannt, hey, Herausforderungen sind toll zum Wachsen. Wenn in Filmen, in Büchern, wenn da keine Herausforderungen wäre, dann gäbe es nichts zum Wachsen. Dann wäre der Film langweilig. Dann würde man aus dem Kino gehen oder das Buch weglegen und denken, was sollte denn das? Anhand der Herausforderungen wachsen Charaktere. In schlechten Filmen wird ein Problem gelöst und es ist halt gelöst. In guten Filmen oder guten Büchern wächst der Charakter, entwickelt sich der Charakter weiter. Also, es ist das, was heißt das Ziel? Es ist einfach ein Teil des Lebens, Herausforderungen anzunehmen, an den Herausforderungen zu wachsen. Es gehört dazu. Also nehmt sie an, umschließt die Herausforderung, schließt sie ins Herz und sagt, yes, wieder eine Chance zu wachsen, wieder eine Chance in der Welt der Form mich zu entfalten und gleichzeitig mein wahres Ich, mein tiefes Bewusstsein, meine tiefe Verbundenheit mit dem tiefen Ozean trotzdem zu erkennen und ein Tor zu dieser Tiefe offen zu halten und die Unsterblichkeit zu erkennen und gleichzeitig die Sterblichkeit der Form anzunehmen und zu akzeptieren. Das waren meine kleinen Gedanken zum gestrigen Vortrag von Eckhart Tolle in Karlsruhe und ich hoffe, man konnte ein bisschen was draus mitnehmen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.